Das hat lange gedauert, bis er gestartet ist. Ich hoffe, es passt alles. So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker, wir haben wieder zwei Level von Alina und zwei Level von Chosen vor uns, die von der Schwierigkeit her okay sein dürften, wobei die 6 von 10, da habe ich ein bisschen Angst, wir werden sehen. Aber erstmal die Alina-Level. Scheinen auch keine Speedruns zu sein, sondern wieder Themen-Level. Ich bin sehr gespannt. Jetzt kommt erstmal der freundliche Koopa aus der Nachbarschaft. Use Koopa to get through this level. Hope you enjoy. I hope so too. In 2 Minuten kann man es schaffen. Abschlussrate 10%. Klingt okay. Gucken wir rein. Was ist passiert? Achso, ich werde da unten zerquetscht. Okay. Jetzt muss ich hier... Ach so. Ja gut, jetzt kann ich neu starten, weil der ist ja weg, ne? Den brauche ich. Okay. Ah, ich verstehe. Das muss ich dann runterschmeißen, wenn er da oben drauf rumläuft. So irgendwie. Zack. Und dann einmal hier durch, dann einmal hier durch und dann einmal hier durch, ohne dass er halt stirbt dabei. Ja und nü. Ah, komm. Komm ich hinten hoch. Okay. Und dann kann ich hier zack machen und dann geht's hier weiter durch. Für mich. So far so good. Okay. Checkpoint. Hier geht's. Ach so. Ah ja. Ich wollte gerade sagen, wir holen uns die nächste Shell und dann habe ich nicht mehr auf den Kollegen da geachtet. Das war nicht so smart. So. So schon eher. Das war ja klug. So, was soll ich jetzt hier machen? Für einen Wandsprung ist das ein bisschen... Ach, Mist. Für einen Wandsprung ist das ein bisschen... Wandsprung, sage ich schon. Für einen Shelljump ist das ein bisschen arg hoch. Ach nee, ach, ich muss die auslösen. Das ist wieder so, dass da eine Ranke oben. Ja, na klar. Okay. Da holen wir uns wieder einen Koopa genau raus. Koopa ist da. Und plopp. Das ist ganz cool. Dann holen wir uns wieder einen Koopa raus. Machen gleich wieder zu. Zu. Und lösen erstmal den Kollegen hier. Ah, ich brauche ein paar mehr Koopas. Okay. Ja, wait, aber... Ich wollte gerade sagen, da kommt jetzt keiner mehr raus, wenn der hier weg ist, ne? Wie kriege ich den denn jetzt? Mit Schwung? Das war nicht der Schwung, den ich erwartet hatte. Manche ist zu schwer. Ach so, hier rüber. Bis ans Ende. Dann geht der höher. Ja, fast. Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. Na, was mache ich falsch?
Ah! Okay, mehr Schwung. Einfach nur mehr Schwung. Und plopp. Oh nein. Ach, falsch rum. Okay, ich hab den Rhythmus, ich hab den Rhythmus, ich hab den Rhythmus. Ich hatte jetzt gedacht, hier kommt irgendwas runter, aber zum Glück war das nicht so. Hatte ein bisschen Angst. Bossfighter. Ach, guck mal. Ah, das war schon scheiße jetzt, ne? Aber geht ja trotzdem klar. Nee, geht nicht klar, weil ich an den Koopa nicht mehr rankomme. Habe ich Quatsch gemacht. Habe ich Quatsch gemacht. Jetzt habe ich ihn gekillt. Das ist ja auch genauso Blödsinn. Huch. Okay. So. Ach nee, ich hätte den ja trotzdem. Ich kann ihn ja trotzdem. Da sind ja auch Steinblöcke. Ich bin doof. Alles gut. Ich habe das von Anfang an richtig gemacht. Aua. Wow, jetzt stehe ich hier oben. Auch cool. So. Und jetzt kann ich ja trotzdem hier den Koopa einfach rausschicken. Das ist ja, hier sind ja Steinblöcke glücklicherweise. Den kommt zurück! Habe ich zu spät erkannt. Ich hab's noch gesehen, aber zu spät. Cool. Okay. Bisschen scary mit dem riesigen Boom-Boom, aber alles gut. So, die kommt zurück, diesmal nicht. Eieieiei. Und wir haben das Ziel. Gut, habe ich mich ein bisschen angestellt, aber schönes Level. Schönes Level. Hui. Wenn man sich nicht so anstellt, sieht das auch besser aus im Gameplay. Eieieiei. Gut. Das war das. Mockingbird. Ich kenne mich mit Hunger Games. Oh. Find all red coins to find out why it's named Mockingbird. Ja, wegen Hunger Games, oder? Oder nicht? Hunger Games ist doch Mockingbird. Ist das nicht so ein, so ein Titel von einem Hunger Games Buch, Film? Okay, wir müssen alle roten Münzen sammeln. Man kann es in 20 Sekunden aber schaffen. Was ist das denn für ein Weltrekord, bitte? Was hat denn der angestellt? Da bin ich jetzt aber gespannt, ob wir das auch irgendwie hinkriegen. Wenn wir mal verstanden haben, wie das Spiel geht. Das ist die erste. Wir brauchen 5. Okay. Ich wette, hier oben ist die nächste. Ah, da ist keine. Aber von hier aus komme ich doch bestimmt darüber. Da ist... Ist da nix? Da ist doch bestimmt... Oh, das ist eine Tür. Hä? Ah, da komme ich, irgendwann wieder raus. Ah, jetzt komme ich so hoch. Ah. Jetzt habe ich den Block hier verstanden. Ui. Vorsichtig. So. Halt, der kommt wieder raus. Den möchte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Der macht nur Ärger. Nachher. Da oben ist bestimmt auch was. Also neben dem Pilz. Nein, okay. Ah, okay, die ist einfach. Weiß nicht, ob man da unten leben kann oder nicht. Wir probieren das auch gar nicht erst aus. Okay, da ist bestimmt... Wait, dann fahre ich mit dem Ding mal runter. Da ist dann bestimmt die nächste Münze. Okay, so komme ich da mal nicht ran. Ich habe es jetzt gesehen. Ach, du Schande. Komme ich dazu überhaupt wieder rüber? Hilfe! Hilfe! Ja, komme ich. Huiuiuiui. Aber gerade so. Gut. Aber wir haben die gesehen. Wir wissen auch noch nicht, wie man hinkommt. So kommt man hin. Aber das ist schon eher der Weg, den ich gehen würde. So. Eine fehlt noch. Aber wie gesagt, ich wette, es hat was mit Hunger Games zu tun. Ansonsten Mockingbird, na gut, vielleicht hat es auch nichts mit Hunger Games zu tun.
I don't know. Ich trau dem nicht. Ich will die Münze haben. Okay, hier geht's anscheinend richtig weiter. Hätte ich ihm doch trauen müssen. Ah. Na gut. Ach, ach, okay, ach so. Ja gut, das ist, das war ja nett. Das war unerwartet nett. Okay, so, und jetzt werden wir herausfinden, was es mit Mockingbird auf sich hat. Walk. Wieso soll ich... Ja, war das jetzt ein Hunger Games Lied? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Lied halt nicht. Aber war das vielleicht ein Hunger Games Theme oder so? Aber 21 ist schon... Das ist jetzt schon schön. Bin ich jetzt natürlich wieder hier, ne? Es interessiert mich jetzt schon, wie gut wir da durchkommen. Weil klar, das war nicht lange. Das war nicht lange. Das kann man schon racen. Ja, oder auch nicht. Oder man ist halt doof. Aber 20 Sekunden ist schon schnell gewesen. Uiuiuiui. Weiß ich nicht, ob ich daran komme. Da muss ich... Oh. So wie gerade eben war das eigentlich voll gut, wenn ich die jetzt mitgenommen hätte. Wäre das schon voll der gute Sprung gewesen. Aber leider... Na, leider mache ich ja Blödsinn. Ha. Aber die 20 Sekunden... Ich will es jetzt zumindest mal probieren. Die reizen mich schon ein wenig. Oh boy, oh boy, das war nicht so gut. Brauche ich die Zeit, um mit dem Ding hochzufahren? Oder kann ich das wirklich so... ich kann das blöderweise so abkürzen, ne? Ja, nicht so. Aber ich glaube, das Hochfahren, die Zeit habe ich schon. Hoffe ich. 20 Sekunden ist schon... Oh, es ist schon sehr, sehr kurz. Ist der da hochgefahren oder nicht? Auf jeden Fall ist er eher gesprungen als ich jetzt. Das ist schon mal ganz klar. Der ist auf jeden Fall eher gesprungen als ich jetzt. 20 Sekunden. Eieiei. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wofür die Tür da oben ist, by the way. Ich bin bei keiner Tür da. Vielleicht wenn man hier runterfällt oder so, dass man da wieder rauskommt. Sowas wäre denkbar. So, jetzt schnell runterrutschen und dann sind wir auch schon im Ziel. Inkompetent, wie wir sind. Ach so. Aber waren das jetzt 20? Ich habe nicht auf die Zeit geguckt. War das die in etwa die Zeit? Ich habe keine Ahnung. Das schaffe ich doch nicht. Ich glaube nicht, dass ich an... Ah, Moment, Moment, Moment. Hier gleich mal die erste Geschichte. Hier verliere ich Zeit, wenn ich da hochlaufe. Ich muss darüber springen. So nämlich. Dann habe ich mehr Zeit, glaube ich. Ich verliere sonst Zeit, wenn ich da hochlaufe. Das muss nicht sein. Runterlaufen, ja. Aber hochlaufen, nein. Also, was mache ich denn? Aber was mache ich denn hier für ein Schwachsinn? Mensch! Okay, das war doch ein guter Start. Hier habe ich halt... Da weiß ich nicht. Da bin ich mir unschlüssig. Nein! Oh, ich dachte, ich verfehle den. Ich dachte, ich verfehle den. Und ab ins Ziel!
Also, wenn da oben 277 steht, waren das gut 22 Sekunden oder so, ne? Oder 23 sogar. Also, das ist nicht der Rekord. Da werde ich jetzt aber nicht weiter probieren, weil schneller. Nee, das wird nicht. Ja, gut, fehlt nicht viel. Fehlt nicht viel. Ein bisschen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wo ich noch einen kleinen Ticken Zeit gewinnen könnte. Ja, da nicht. Das ist mit Sicherheit irgendwo da bei dem Rankengeklettere, dass ich da irgendwie bisschen effizienter durchrutsche oder so. Ah ja, und hinten bei dem Rutschen könnte ich vielleicht einen großen Sprung machen stattdessen. Ah, oh, der Anfang ist so Speedrun-unfreundlich. Aber hat ja auch keiner verlangt, hier den Speedrun zu machen. Ah, oh, diese zwei Koopas, ne? Trotzdem hat hier einer Bock gehabt. Also will ich auch hier Bock haben. So. Na, hier, dass man da einen Ticken eher. Und dann hier auch nicht. Ja. Ja. So in etwa. Dass ich da halt nicht rutschen muss, sondern einen ordentlichen Sprung mache. Und das dann drüben auch machen kann. Eieieiei. So, jetzt würde ich auf dem Ding landen. Perfekt. Und dann gleich weiter. Das müsste jetzt schneller gewesen sein. Und auch hier das gleiche nochmal. Nein, jetzt habe ich hier Zeit verloren. Nein, jetzt habe ich da Zeit verloren. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Da unten der Sprung war, der war ungünstig gesetzt. Der war ungünstig gesetzt. Ah. Okay. Kriegen wir. Kriegen wir. Den Rekord kriegen wir. Der ist noch nicht optimiert. Und wenn ich den spiele, ist er auch nicht optimiert. Also, da ist noch Luft nach. Oh, das war schlecht. Bisschen muss ich warten. Ein bisschen muss ich warten. Sonst wird's nix. Ein bisschen muss ich warten. Na, das klappt jetzt ganz gut hier. Mit dem Koopa. Das ist auch schon mal ganz schön. So, das war vielleicht fast schon wieder ein bisschen zu viel gewartet, aber es sollte passen. Das hier passt auf jeden Fall gut. Ich glaube, wenn ich hier rutsche, bin ich trotzdem recht flott, ne? Nein, jetzt bin ich wieder. Ah, ich hasse das. Warum bleibe ich da hängen? Weiß nicht, soll ich da den Sprung versuchen und dann riskieren, hängen zu bleiben? Oder wie machen wir das? Wie lösen wir das Problemchen? Ich weiß es noch nicht. Top, top. Das klappt auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, das geht nicht viel schneller. Hier ist halt viel Optimierungsbedarf und Möglichkeit. Ah, das war. Ja, habe ich schon gemerkt. Das war von der Geschwindigkeit her schon schlecht, vom Absprung her. Uiuiuiuiuiui. Oh, jetzt juckt meine Nase. Das ist nicht so gut. Aber vielleicht bringt mir das ja auch Glück, wenn die Nase juckt. Schauen wir mal. Gut. So, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich springe jetzt. Nein, da bleibe ich wieder. Ah, es ist zum Kotzen. Jetzt bin ich sogar drüber gesprungen. Ach, Mist. Ich muss den optimalen Sprungpunkt erwischen. Ein bisschen eher. Ja, wenn ich ein bisschen eher springe, dann könnte ich unten nicht. Dann könnte ich unten einfach noch einen zweiten Sprung ansetzen. Ohne hängen zu bleiben. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich in einem Goomba lande. Das wird passieren. Ich glaube, das wird passieren. Ich werde in einem Goomba landen. Weiß es nicht, aber ich glaube, ich werde in einem. Ach, Mann! Goomba landen. So, lauf, 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 lauf. Hier ist erstmal Steuer. Jetzt war ich ein bisschen lange oben, ne? Muss man sagen. Jetzt war ich echt ein bisschen lange da oben. So, jetzt springen wir mal hier ab. Und dann. Oh mein Gott! Oh mein Gott, dieser. Oh mein Gott, der Land auf. Die Landung auf dem Goomba. Die war ja göttlich. Ach komm, das muss es gewesen sein. Nein! Okay, dann lassen wir es. Besser wird's nicht.
Besser wird's nicht. Okay, nein, dann gebe ich auf. Ist in Ordnung. Oh, ich habe 500 Level gespielt, dafür den Steinblockanzug erhalten. Boah, ich wollte schon immer wie ein Steinblock rumlaufen. Gucken wir uns den noch kurz an und dann schließen wir hier erstmal ab. Haben wir noch mehr Neues? Nein, nur den Steinblockanzug. Wow. Ja, unbedingt. Nee, ich wollte das jetzt nicht. Oh mein Gott. Gib mir mein T-Shirt wieder. So. Nein, jetzt ist die Hose weg. Was hatte ich denn für eine Hose? Die da, ne? Oder, nee, hä? Was hatte ich denn? Das ist alles Müll. Dann hatte ich die hier auf jeden Fall. Alles andere ist ja kompletter Müll. Warum habe ich eine Dr. Mario Kopfbedeckung? Haben wir nicht eine bessere Alternative? Nee, haben wir halt echt nicht. Gott, das ist so viel Müll, was hier rumläuft. Okay. Lass mal den Dr. Mario auf den Kopf. Und nächstes Mal gibt es dann wieder ein Chosen-Level, weil ich wahrscheinlich für ein Chosen-Level den ganzen Part brauche. Wobei das hier mit 4 von 10 vielleicht noch machbar ist. Ich bin gespannt, wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.